Hallo und herzlich willkommen zur Folge 1 vom Einsteiger-Yoga. Das wird eine sechsteilige Serie, in der ich euch begleite. Und deshalb möchte ich erstmal ein paar Worte zu mir sagen, sodass ihr wisst, wer euch anleitet und was so meine Erfahrungen im Yoga sind. Ich bin mit Yoga, mit der yogischen Philosophie aufgewachsen, weil meine Mutter Yogalehrerin ist, seitdem ich 10 Jahre alt bin und hat uns sehr viel Yoga gelehrt. Nicht das, was man heutzutage draußen sieht. Heutzutage sieht man die Asanas, die körperlichen Übungen, meistens in den Yoga-Studios, sondern sie hat uns die Philosophie und die Tradition des Yogas gelehrt. Ich selber bin ein sehr aktiver und sportlicher Typ und bin so Anfang 20 eher in die Sportbranche gerutscht und habe da ganz viele Formate unterrichtet, 10 Jahre lang von 20 bis 30. Habe aber auch so viel Sport gemacht, dass ich irgendwann mit Ende 20 fast so ein kleines Burnout hatte. Und habe mich dann wieder zurückerinnert, was meine Mutter mich gelehrt hat und bin nach Indien gegangen für 10 Jahre. Und habe dort eine Yogalehrerausbildung gemacht und auch die Weisheit und die Philosophie des Yogas studiert. Und später, jetzt mittlerweile seit 5 Jahren, bilde ich Yogalehrer aus. Und ich möchte euch in dieser 6-teiligen Folge nicht nur die Asanas lehren, das bedeutet die körperlichen Übungen, die im Vordergrund meistens stehen, weil wir über den Körper auf den Geist einwirken. Aber ich möchte euch auch ganz viel erzählen, was hinter den Asanas sich verbirgt und was das energetisch und geistig bedeutet. Und somit komme ich dazu, was bedeutet Yoga eigentlich? Sanskrit ist eine ganz altindische Sprache und die ersten Schriften von Yoga sind ungefähr 3000 Jahre alt, also noch vor Christi in Indien gefunden worden. Und dort wurde gelehrt, wie kann man Körper, Atem, Geist und Seele verbinden und so ein bisschen mehr ins Wohlbefinden gehen und in die Selbstreflexion. Was passiert denn eigentlich mit mir in meinem Leben? Viele gehen auch auf eine Sinnessuche. Der Wortstamm von Yoga bedeutet Yui. Yui ist Sanskrit. Was bedeutet verbinden oder auch anjochen? Nichts anderes als den Körper und den Geist hier zu verbinden. Eine alte Schrift, die auch viel in Yoga-Ausbildung verwendet wird, ist von Patanjali. Patanjali hat einen 8-gliedrigen Pfad sozusagen an den Menschen gebracht, um die Menschen auf einen Weg in die Freiheit zu bringen. Das erste Glied des Pfades ist nur dazu da, um zu reflektieren, wie gehe ich denn eigentlich mit meinen Mitmenschen um? Und zwar so, dass ich wohlwollend mit meinen Mitmenschen umgehe. Das zweite Glied ist, wie gehe ich mit mir selber um? Was kann ich denn tun, damit es mir gut geht? Wo kann ich mich abgrenzen? Wie ernähre ich mich? Wie bewege ich mich? Was für eine Berufung habe ich? Das dritte Glied, das sind erst die Asanas, das heißt die körperlichen Übungen, die wir machen und praktizieren, um weit zu werden in unserem Körper, um alles zu öffnen, muskulär, aber auch das Bindegewebe. So, dass wir uns wohlfühlen im Körper, einfach Freiheit schaffen, Verspannungen aus unserem Körper räumen. Und wenn wir Verspannungen aus unserem physischen Körper entfernen, wirkt das auch gleichzeitig wieder auf unseren Geist. Das bedeutet, dass negative Gedankenmuster sich verabschieden dürfen. Das vierte Glied, das ist der Atem, Prana oder auch Pranayama, die Atemlenkung. Der Atem, den ich gleich nochmal im nächsten Kapitel im Detail erklären werde. Der Atem ist ein Tool, um direkt auf den Geist einwirken zu können, weil den Atem, den kann ich willentlich steuern, auch wenn er unbewusst stattfindet. Und die letzten 4 Glieder, die gehen sich nur darum, um das Zurückziehen der Sinne, sodass ich in eine Konzentration fallen kann, um meditieren zu können. Das ist der Großteil dieses Pfades und nicht die körperlichen Übungen. Und das fällt den Menschen natürlich sehr, sehr schwer, still zu sitzen, die Augen zu schließen und ich sage einfach mal ganz lapidar, an nichts zu denken. Das funktioniert einfach nicht. Dazu braucht es Übung, dass wir anfangen, unsere Gedanken zu reflektieren und auch Verantwortung zu übernehmen, über das, was wir denken. Denn wir können unsere Gedanken steuern und wir können auch steuern, wie wir auf verschiedene Reaktionen im Leben reagieren. Yoga ist ein Reinigungsprozess. Das bedeutet, dass wir uns ganz, ganz langsam kennenlernen, wenn wir uns auf die Reise machen, weil wir anfangen zu reflektieren, wie wir auf eine bestimmte Situation im Außen reagieren oder auch nicht. Und meistens verändert sich diese Reaktion, während wir uns gesünder ernähren und uns bewegen.
Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Was ihr braucht während der 6 Folgen, ist einmal ein Block, ist ein Yoga-Block. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne so ein dickes Buch nehmen oder auch 2 Bücher nehmen. Das brauchen wir später, um uns zu unterstützen. Insbesondere dann, wenn wir nicht ganz in eine Übung hineinkommen. Meistens sind wir noch nicht so offen, wenn wir gerade mit Yoga starten, sodass ein Hilfsmittel sehr, sehr gut ist zu benutzen. Dann brauchen wir einen Gurt, auch um uns zu unterstützen. Es ist so eine kleine Verlängerung unserer Arme. Du kannst auch sehr, sehr gerne einen Gürtel nehmen oder einen Bademantelgürtel, bietet sich sehr gut an. Und ein Kissen dafür, dass du dich draufsetzen kannst, um so ein bisschen die Hüfte zu entspannen. Immer dann, wenn wir erhöhter sitzen, dann haben wir mehr Weite in unserem Becken. Ich möchte gerne starten mit einer dreigeteilten Atmung. Die dreigeteilte Atmung, die den Körper beruhigt, aber auch gleichzeitig energetisieren kann. Bevor ich dir gleich auf dem Boden erkläre und wir die gemeinsam praktizieren, ist es wichtig für dich zu wissen, dass du diese Atemtechnik auch unabhängig machen kannst von den körperlichen Asanas, das heißt den Yoga-Übungen, sondern auch eventuell, wenn du aufgeregt bist oder vom Schlafengehen, wenn du mal nicht einschlafen kannst. Ich möchte den Begriff Prana, Prana heißt Atem, einmal erklären. Prana heißt nichts anderes als Lebensenergie. Und Lebensenergie nehmen wir zu einem über unseren Atem auf, das heißt Sauerstoff einatmen und Altes abgeben, das heißt Kohlenstoffdioxid abgeben, um die Zellen zu versorgen, um besser energetisch leben zu können. Auf der anderen Seite bedeutet Lebensenergie aber auch all das, mit was wir uns umgeben. Das bedeutet, mit welchen Menschen umgebe ich mich, was für Medien schaue ich an, welchen Einfluss hat das Außenfeld, das ich mir, in dem ich mich befinde oder das ich mir auch kreieren kann, auf meinen Organismus, weil es immer eine Wechselwirkung von außen auf unseren Organismus gibt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Lebensenergie nehme ich natürlich auch auf mit der Ernährung. Das bedeutet, je ausgeglichener, desto gesunder, desto manchmal auch vegetarischer ich mich ernähre, desto länger lebt der Körper und desto positiver funktioniert unser Organismus. Wir legen uns gemeinsam auf dem Rücken. Streck deine Beine aus, öffne deine Fersen mattenweit und roll dich ganz entspannt auf den Rücken. Du möchtest in der Rückenlage entspannt liegen. Das heißt, schau mal, dass du deine Fersen noch ein bisschen nach unten rausziehst, die Fußspitzen zur Seite fallen lässt, die Schulter weg von deinen Ohren nimmst und die Handflächen nach oben ausrichtest. Dein Kinn sinkt ganz, ganz leicht zum Brustkorb. Du kannst deine Augen schließen, deine Lippen locker aufeinanderlegen und deine Stirn entspannen. Beobachte mal für einen Moment, ob du dich leicht oder schwer fühlst. Kribbelig, aufgeregt oder müde. Und schau mal, dass du dein Körpergewicht an dem Boden abgibst. Das heißt, dich der Erde anvertraust, dich der Schwerkraft hingibst, der Erdanziehungskraft. Und dann beobachte einmal deine Atmung, wie sie kommt und geht, ohne sie willentlich beeinflussen zu wollen. Kannst du deine Atmung wahrnehmen, körperlich, in deiner Körpermitte? Und wo kannst du sie wahrnehmen? Ist es eher im Bauchraum oder ist es eher im Brustkorb? Es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur das, was du gerade in diesem Moment wahrnimmst. Dann leg deine flachen Hände mal auf deinen unteren Bauch, unterhalb deines Bauchnabels. Und versuche gerne übertrieben in die Handflächen zu atmen.
Inwiefern kannst du es ansteuern, in den unteren Bauch zu atmen? Wie viel Ausdehnung mit der Einatmung kannst du schaffen? Fällt es dir schwer? Fällt es dir leicht? Dann wander ein bisschen weiter nach oben. Und zwar oberhalb deines Bauchnabels. Die Ellenbogen können ein bisschen weiter zur Seite aufgesetzt werden. Deine Hände liegen auf den Rippenbögen. Und dann schau mal, dass du auch hier deine Hände mit Atem füllst. Wie weit können die Rippenbögen sich heben und senken? Und in welche Richtung kannst du diese Bewegung spüren? Zur Seite, nach oben, vielleicht sogar nach unten, also rückwärtig. Platz zwischen jeder einzelnen Rippe schaffen. Und auch gerne vergleichen, was fällt dir leichter? In den Brustkorb zu atmen oder in den Bauch? Der dritte Teil, die Hände unter deine Schlüsselbeine legen, überhalb deiner Brust. Atme auch hier in die Hände hinein. Beobachte, was sich jetzt hebt und senkt. Bis nach oben in deine Schulter atmen, vielleicht sogar das Heben und Senken deiner Schlüsselbeine wahrnehmen. Fällt es dir schwer, fällt es dir leicht, hier oben hineinzuatmen? Dein Gesicht ist entspannt. Lass deine Augen geschlossen. Leg deine Hände wieder rechts und links neben dein Becken. Und dann kannst du ganz, ganz langsam von unten nach oben anfangen zu atmen. Das bedeutet, du füllst mit der Einatmung erst den Bauchraum, dann die Rippenbögen, dann atmest du bis unter das Schlüsselbein und atmest den gleichen Weg wieder zurück aus. Erst das Schlüsselbein, dann die Rippenbögen und dann der Bauch. Kannst in der Bauchausatmung den Bauchnabel nochmal ganz, ganz bewusst zur Wirbelsäule ziehen. Nochmal eine tiefe Einatmung hier. Bauch, Rippenbögen, Brustkorb. Den gleichen Weg wieder zurück. Schlüsselbeine, Rippenbögen und der Bauch. Trichterförmig nach oben atmen. Weite und Ausdehnung im Chor entstehen lassen. Ausatmung, die Atmung entweichen lassen und sogar eine ganz, ganz leichte Kontraktion der Bauchdecke. Dich ganz leer machen. Wir möchten mit der Einatmung uns so weit ausdehnen wie machbar. Das verschiebt so ein bisschen die Organe. Organe sind verschiebbar, löst das Bindegewebe und lässt uns wieder in die volle Kapazität der Lungenatmung und Bauchatmung hineintauchen. Regt unsere Lymphe an im Bauchraum. Lässt das Blut fließen.
Der Sauerstofftransport zu den Zellen ist gewährleistet. Vertiefe immer wieder die Atmung im Alltag. Noch 4 tiefe Atemzüge. Von unten nach oben einatmen. Von oben nach unten ausatmen. Vielleicht kannst du durch die Tiefe deines Atems deinem Atem hören. Das Geräusch des Atems, das sich wie eine Welle anhören kann. Das Rauschen einer Welle im Ozean. Und dich beruhigt. Ein letztes Mal. Bring deine Arme über die Seite nach oben. Reck und streck dich. Du kannst die Füße gerne gleichzeitig nach unten bewegen, die Fingerspitzen nach oben, auch im Wechsel, wie als ob du morgens wach wirst und dich räkelst, ganz genussvoll. Behalte deinen Atem tief bei. Mit der nächsten Ausatmung zieh mal beide Knie zur Brust ran. Du kannst deine Augen immer noch geschlossen lassen, dich einfach ganz, ganz klein machen, wie so ein Paket. Den unteren Rücken mal in die Länge bringen. So ein bisschen von rechts nach links rollen, den unteren Rücken massieren. Weiter tief durch die Nase ein- und ausatmen. Eventuell kannst du deinen Atem gegen deine Oberschenkel spüren, über die Bewegung deiner Bauchdecke, und auch das massiert deine Bauchorgane. Und wenn du möchtest, nimm dein Kinn noch ein bisschen zum Brustkorb. Und du kannst mal ganz sanft deine Augen aufblinzeln. Wieder zurückkommen und dann deine Beine so ganz leicht nach oben ausstrecken. Die Knie sind leicht gebeugt. Das gleiche mit deinen Armen. Die Ellenbogen sind weich. Du kannst deine Handgelenke und deine Fußgelenke einmal kreisen. Das dich gleichzeitig zurückholt, dich aber auch aufwärmt für die körperliche Praxis. Wechsel die Richtung. Schau mal, ob du auch die Finger mitnehmen kannst. Jedes einzelne Gelenk wahrnimmst. Einmal gerne in die Streckung gehen, nur so weit, wie es für dich geht. Insbesondere der Beine kann das sehr unterschiedlich sein. Füße strecken, Fingerspitzen strecken. Und dann mit der Ausatmung die Füße zu dir ziehen, die Fingerspitzen zu dir ziehen, alles einmal beugen. Und dann die Knie beugen, dein rechtes Knie zu dir ranziehen. Und das linke Bein ausstrecken. Tiefe Einatmung durch die Nase. Von unten nach oben. Und mit der Ausatmung zieh dein Knie gerne noch ein bisschen weiter zum Bauch. Mach das nochmal. Einatmen. Ausatmen, Bauchnabel zur Wirbelsäule. Das Knie ranziehen. Letztes Mal. Einatmen. Und wenn du jetzt ausatmest, zieh dein Knie ran und heb den Oberkörper an. Leichte Bauchspannung mit der Ausatmung. Eventuell die Nase zum Knie, die Schulter ist entspannt. Und dann löse auf. Umgreif mal die Rückseite deines Oberschenkels. Der Oberschenkel, hier der Hamstring, der wird sehr, sehr viel geöffnet und gedehnt beim Yoga. Und ist meistens kurz, deswegen bereiten wir den ein bisschen vor. Schau mal einatmend, wie weit du in die Streckung deines Beines gehen kannst. Und mit der Ausatmung wieder beugen.
Genau. Einatmen, strecken. Ausatmen, beugen. Dein Körper wird mit dir hier schon kommunizieren, inwiefern das für dich machbar ist. Wahre deine Grenze der Bewegung. Aber du darfst dich auch gerne herausfordern. Das bedeutet, ein kleiner Dehnschmerz darf gerne immer vorhanden sein. Er soll nur nicht überhand nehmen, sodass du immer noch ruhig atmen kannst. Dann geh gerne einmal an die Grenze deiner Bewegung und halte. Vielleicht möchtest du auch höher gehen, vielleicht aber auch nicht. Atme aus, beug dein Knie. Und dann leg dein Bein langsam ab. Wir wechseln die Seite. Zieh dein linkes Knie ran. Atme tief und genussvoll ein zwischen deine Rippen. Mit der Ausatmung zieh dein Knie zum Brustkorb. Tiefe Ausatmung, Druck mit dem Oberschenkeln gegen deinen Bauch. Bauchorgane massieren. Noch einmal. Einatmen, du schiebst dein Knie weg. Schaffst Weite. Und ausatmen, ranziehen. Bauchnabel nach innen ziehen. Bauchorgane massieren. Ein letztes Mal. Einatmen, wegdrücken dein Knie, Weite schaffen. Ausatmen, zieh dein Knie zu dir, heb den Oberkörper an, Schulter ist entspannt, deine Nase zum Knie. Halten und mit der nächsten Einatmung auflösen. Kannst von hinten deinen Oberschenkel wieder umgreifen, gerne die Fußspitze ranziehen, mit der Einatmung dein Bein strecken, so weit wie es für dich geht und auch hier mit der Ausatmung wieder beugen. Die linke Seite vorbereiten für Bewegung, insbesondere für Öffnung im Körper. Die Einatmung hebt das Bein und die Ausatmung beugt das Bein. Ein letztes Mal. Einatmen, Länge. Lass den Atem fließen und halte. Du entscheidest wieder, ob die Hand hier bleibt oder ob du ein bisschen weiter gehen möchtest. Deine Schulter möchte entspannt sein. Deine Schulter möchte am Boden bleiben. Dann lieber tiefer greifen. Nochmal eine tiefe Einatmung. Ausatmen, dein Bein ablegen zum Boden. Du kannst gerne von hier aus deine Knie beugen. Und über die Seite nach oben kommen. Jetzt ist der Körper ein bisschen vorbereitet, geistig und auch körperlich. Und wir wärmen den Körper noch expliziter auf, und zwar mit den Sonnengrüßen, die ich erstmal erklären werde. Wir fließen weiter durch den Sonnengruß, und bevor wir ins Fließen kommen, werde ich euch jede einzelne Haltung explizit erklären, sodass ihr die gut ausführen könnt. Der Sonnengruß dient zur Erwärmung. Das bedeutet, wir möchten am Ende auch natürlich in den Fluss gehen, um Herz-Kreislauf zu erwärmen. Aber es öffnet den Körper auch wirklich in jeweilige Richtung, sodass wir vorbereitet sind auf die yogische Praxis. Energetisch steht der Sonnengruß für die 12 Sonnenstunden. Er beinhaltet 12 Asanas, die jeweils eine Bedeutung haben. Die Bedeutung dahinter ist, dass jeder Asana ein bestimmtes Element symbolisiert, bis wir den gesamten Kreislauf von Geburt und Tod haben. Wir haben die Geburt dabei, die Verbindung zur Erde, den Himmel dabei und natürlich auch später das Loslassen und das Abgeben des Körpers, wenn wir tiefer in die Philosophie hineintauchen. Ihr braucht dazu einen Block oder auch gerne zwei Blöcke und legt die Blöcke vor eure Matte. Kommt als allererstes einmal in den Vierfußstand. Wir möchten die Wirbelsäule noch ein bisschen vorbereiten. Und ich möchte euch auch hier die Handposition erklären, die ganz, ganz wichtig ist beim Yoga. Also du möchtest deine Hände wirklich fast maximal spreizen, ohne dass es weh tut, und die Handfläche ganz auflegen. Du möchtest die kleinen Knöchel hier in den Boden drücken, und zwar immer dann, wenn die Hand am Boden ist.
Somit wird die Kraft vom Handgelenk auf die Vorderhand übertragen und es geschehen nicht so schnell Handgelenkschmerzen, was schnell passieren kann, wenn wir unachtsam Yoga praktizieren. Gelenkestapelung bedeutet, dass deine Schulter überm Ellenbogengelenk, überm Handgelenk ist und dass deine Hüfte über dem Knie ist. Also richte dich einmal so ein und schau dich mal an, dass du gut ausgerichtet bist, dass deine Arme lang sind. Dann öffne dein Herz nach vorne, den Brustkorb nach vorne öffnen, den Kopf anheben, eine tiefe Einatmung. Zieh die Sitzbeinhöcker gerne noch weiter zurück. Das ist die Kuhhaltung. Und mit der Ausatmung Bauchnabel zur Wirbelsäule. Du kannst die Hände in den Boden drücken, die Arme gestreckt lassen. Dein Nacken ist entspannt. Die Wirbelsäule mobilisieren. Einatmen, Herz nach vorne öffnen. Sitzbeinhöcker strahlen nach hinten. Ausatmen, runde den Rücken und drück die Handflächen noch ein bisschen weiter in die Unterlage. Mach das mal in deinem eigenen Atemfluss. Wir wollen den Atem zur Bewegung synchronisieren. Ein Atemzug, eine Bewegung. Du merkst, je tiefer du atmest, desto langsamer bewegst du dich. Auch desto achtsamer bewegst du dich. Noch einmal ausatmen. Bleibe gerne einmal in der Rundung deines Rückens. Zieh die Rippenbögen ein. Entspann den Kopf, den Nacken. Kannst du gerne auch mal hängen lassen. Einmal Ja sagen, einmal Nein sagen. Mit der nächsten Einatmung roll die Schulter weg von den Ohren. Schieb nochmal den Brustkorb nach vorne, die Sitzbeinhöcker nach hinten. Und dann komm mit der nächsten Ausatmung in eine neutrale Haltung. Setz deine Finger gespreizt ein bisschen weiter nach vorne auf. Schieb dein Gesäß zurück, das ist die Kindsposition. Du kannst deine Stirn gerne auflegen, kannst dir aber auch deinen Block nehmen unter die Stirn, um ein bisschen mehr Höhe zu schaffen. Wander mit deinen Fingerspitzen ein bisschen weiter nach vorne. Und schaffe somit noch mehr Raum im Schultergelenk, in der Rückseite. Schieb dann dein Gesäß noch weiter auf die Fersen. Richte dich hier ein. Lass den Atem noch mal tief fließen. Denke an die dreigeteilte Atmung. Von unten nach oben einatmen. Von oben nach unten ausatmen, den Atem entweichen lassen. Gut, mit der nächsten Einatmung heb deinen Kopf an, komm auf deine Knie. Eine am meisten praktizierte Asana, die man auch so aus dem Alltag häufig mittlerweile kennt, auch wenn man keinen Yoga praktiziert, das ist der herabschauende Hund, der auch im Sonnengruß vorkommt und mit dem möchte ich sehr, sehr gerne starten. Wichtig ist wirklich das Spreizen der Finger, die Erdung. Kannst die Hände ein bisschen vor dich legen und auch vom Gefühl her mal die Matte nach vorne drücken wollen, sodass du einen richtig guten Griff hast. Dann komm auf deine Fußballen und schieb dein Gesäß nochmal zurück auf deine Fersen. Deine Arme sind gestreckt, die Schulter weg von den Ohren. Dann kannst du ganz, ganz langsam anfangen, deine Knie hier ein bisschen zu heben. Der Rippenbogen saugt sich nach innen ein. Du hast eine Spannung in der Vorderseite deiner Bauchdecke. Jetzt kannst du ganz langsam anfangen, deine Beine zu strecken, deine Knie gebeugt lassen, die Fersen sind oben, die Füße hüftweit geöffnet. Beug die Knie mal so weit, dass deine Rippenbögen die Oberschenkel berühren. Der Fokus im herabschauenden Hund liegt nicht auf der Streckung der Beine, wie viele denken, sondern auf der Streckung der Arme, um den und dem nach unten Sinken des Brustkorbes, dass wir eine Öffnung vorne im Brustkorb erfahren. Du möchtest eine Linie bilden von der Hand bis zum Gesäß. Bring die Schulter gerne noch ein bisschen weiter weg von den Ohren, schaffe also Raum zwischen Ohr und Schulter und auch ein bisschen Raum zwischen den Schulterblättern. Ja, der Atem fließt tief durch die Nase ein, durch die Nase aus.
Was du jetzt mal machen kannst, im Wechsel die Fersen ein bisschen tiefer oder auch ganz tief, je nachdem, wie das dein Körper zulässt. Dich weich machen in der Rückseite der Beine. Vielleicht ist es auch ein bisschen anstrengend im Schulterbereich, was ganz normal ist am Anfang im herabschauenden Hund. Ist auch eine Kräftigungshaltung, eine Kräftigungsübung. Und dann finde nochmal Stille im herabschauenden Hund und schau mal, ob du vielleicht deine Beine ein bisschen weiter strecken möchtest. Ja, wenn du merkst, dass du hier nach vorne gehst, wenn du die Beine streckst und rund wirst im Oberkörper, dann lieber die Knie beugen und den Oberkörper tief. Darum geht es sich. Ja, nur wenn du beweglich bist in der Rückseite deiner Beine, können die Fersen zum Boden gehen. Achte auf dich selbst und lerne dich ein bisschen kennen. Gut, gestreckte Arme, Nacken entspannt. Drei tiefe Atemzüge. Diese Position wahrnehmen. Die rückseitige Kette öffnet und den Brustkorb vorne. Beug deine Knie, heb deine Fersen. Schau mal zwischen deine Hände und komm mit kleinen Schritten nach vorne zwischen deine Hände. Genau, gerne ganz langsam. Öffne deine Füße hüftschmal. Hier sind die Fußaußenkanten parallel. Das bedeutet, der dicke Zeh, der strebt so ein bisschen nach innen. Du kannst in der Vorbeuge gerne mal den Block nehmen, deine Hände draufsetzen und den Rücken anfangen, ein bisschen länger werden zu lassen. Vielleicht möchtest du auf die Fingerspitzen kommen. Die Knie beugen, die Sitzbeinhöcker nach hinten und die Schulter tief. Mit der Ausatmung abtauchen und den Oberkörper auf deine Oberschenkel ablegen. Den Block kannst du gerne ein bisschen nach vorne nehmen. Und lass mal los hier, insbesondere die Nackenmuskulatur, die Schultermuskulatur. Nochmal eine tiefe Atmung. Von unten nach oben einatmen. Von oben nach unten ausatmen. Roll dich jetzt langsam Wirbel für Wirbel auf. Kannst dir gerne eine Perlenkette vorstellen in deiner Wirbelsäule, wo jede Perle sich langsam übereinander legt. Schau, wie langsam du das machen kannst. Lass die Schulter ganz entspannt, den Nacken entspannt. Ganz am Ende ist erst dein Kopf über deiner Schulter aufgesetzt. Handflächen zeigen nach vorne. Schulterblätter leicht nach hinten. Schließe deine Augen. Kannst deine Zehen spreizen, ein bisschen anheben und dann nochmal zurück in die Unterlage bringen. Tandasana, das ist die Berghaltung. Aktiviere leicht deine Beine, also zieh die Kniescheibe ein bisschen nach oben. Zieh dein Schambein Richtung Rippenbogen. Ganz, ganz leichte Anspannung in der Bauchdecke. Und dann öffne den Brustkorb nochmal nach oben. Kinn parallel ausgerichtet zum Boden. Eine ganz starke Haltung. Eine Haltung, aus der alle stehenden Yoga-Positionen entstehen. Schließ die Augen, lass den Atem fließen. Nimm dir ganz bewusst nochmal die Zeit, den Rhythmus deines Atems wahrzunehmen. Dich auszuweiten nach oben mit der Einatmung. Mit der Ausatmung den Bauchnabel zur Wirbelsäule leer werden. Einatmen, dich füllen. Ausatmen, abgeben. Nochmal einatmen, dich füllen. Ausatmen, abgeben. Mit der nächsten Einatmung führe deine Hände über die Seite nach oben. Kannst du deinen Daumen schauen, vielleicht deine Hände zueinander bringen, die Schulter entspannt lassen, dich ganz leicht nach hinten neigen. Mit der Ausatmung führe deine Hände vor dein Herz. Nochmal einatmen, über die Seite nach oben, ganz
gerade energetisierte Arme. Ausatmen, Hände zum Herzen. Bleibe stabil und doch weich zugleich. Jede Haltung möchte kraftvoll sein und doch angenehm. Nicht bis an die Grenze angespannt. Das macht jede Yoga-Pose aus, im Gegensatz zum Sport. Nochmal einatmen. Mit der nächsten Ausatmung beug deine Knie und falte dich nach unten wieder über deine Oberschenkel in die Vorbeuge. Du entscheidest, ob du vielleicht sogar deinen Block wieder mit dazu nehmen möchtest. Wir gehen von der ganzen Vorbeuge. Du kannst in der ganzen Vorbeuge auch gerne ein bisschen mehr die Beine strecken. Auch hier, wenn es deine Hamstrings, die Rückseite zulässt. Mit der nächsten Einatmung gehen wir in die halbe Vorbeuge. Du möchtest also deine Beine strecken. Häufig sehr schwierig. Deswegen machen wir mal einen kleinen Test. Du kannst die Hände auf deinen unteren Rücken legen, mit den Fingerspitzen nach unten ausgerichtet und die Ellenbogen streben zueinander und dann öffnet sich noch mehr dein Brustkorb. Die Sitzbeinhöcker möchtest du nach hinten schieben. Das bedeutet, die Hände schieben etwas Richtung Brustkorb, fast als ob du ein leichtes Hohlkreuz machst. Das zwingt dich in einen geraden Rücken. Einatmen. Mit der Ausatmung schau mal, wie tief du hier gehen kannst mit geradem Rücken. Es muss gar nicht ganz tief sein. Super. Und von hier aus kannst du deine Hände lösen und erstmal schauen, wo sie auskommen. Ist das am Oberschenkel? Ist das am Unterschenkel? Am Schienbein? Oder ist das eventuell am Block? Wenn du hier bist, mit der Einatmung, schieb noch einmal dein Herz nach vorne raus und die Sitzbeinhöcker nach hinten. Vielleicht spürst du noch eine wunderschöne Dehnung in der Rückseite deiner Beine. Und mit der Ausatmung tauche ab in die Vorbeuge. Gerne deine Knie beugen hierbei, den Block etwas nach vorne. Es war ein halber Sonnengruß. Machen wir noch einmal den halben Sonnengruß fließend. Einatmen, Knie beugen, Arme über die Seite nach oben, schau zu deinen Daumen. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, lass den Atem fließen, Arme über die Seite zum Himmel. Ausatmen, abtauchen, den ganzen Weg nach unten, gerne gebeugte Knie für die Vorbeuge. Die Einatmung führt dich in die halbe Vorbeuge. Hände auf die Schienbeine, Oberschenkel oder Block. Sitzbeinhöcker schieben zurück, Herz nach vorne. Ausatmen, Vorbeuge. Ein letztes Mal. Knie beugen, einatmen, langer Rücken nach oben. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, Arme über die Seite hoch. Ausatmen, Knie beugen, langer Rücken. Du tauchst ab in deine Vorbeuge. Entscheidest, wie weit du die Knie beugst. Atmest ein, fließt in deine halbe Vorbeuge. Sitzbeinhöcker streben zurück, Herz öffnet sich. Ausatmen, abtauchen, ganze Vorbeuge. Beug deine Knie hier so weit, dass du deine Handflächen ganz aufsetzen kannst. Lass deine Arme gerne gestreckt. Von hier aus geht dein rechtes Bein nach hinten richtig weit und du kannst dein Knie aufsetzen. Mit der Einatmung komm auf deine Fingerspitzen und heb dein Herz an. Schieb dein Schambein nach oben Richtung Bauchnabel, roll die Schulter zurück. Mit der Ausatmung auf die Hände. Jetzt geht der linke Fuß nach hinten und dazu hebst du dein rechtes Knie. Stabilität aufbauen, lange Arme, linker Fuß nach hinten, Brettposition. Rippenbogen richtig einsaugen. Knie aufsetzen. Gesäß nach oben und hinten schieben. Nicht zu weit, sondern nur ein kleines bisschen. So ein kleines bisschen in ein Hohlkreuz kommen. Die Ellenbogen beugen sich jetzt langsam.
Und zwar so weit, dass gleich dein Kinn und dein Brustkorb am Boden liegt. Wenn du die Übung bzw. die Bewegung das erste Mal machst, kann sich das ein bisschen komisch anfühlen. Das heißt, langsam tief, Ellenbogen einsaugen und schon bist du da. Gut. Bleib mal hier, lass den Atem fließen, roll die Schulter zurück. Einatmen. Ausatmen. Jetzt schiebst du dich nach vorne auf den Bauch. Rollst die Schulter nach hinten, stellst den Fußspann auf, drückst dein Schambein in den Boden, versuchst das Gesäß trotzdem ein bisschen zu lockern, dass es nicht überangespannt ist, lässt deinen Nacken entspannt in Verlängerung der Wirbelsäule und die Einatmung hebt den Oberkörper leicht, das ist die Baby-Cobra. Kannst gerne mal die Hände lösen und testen, ob der untere Rücken dich hält und nicht die Arme dich nach oben schieben. Den Fußballen untersetzen, die Ellenbogen bleiben eng. Schieb dich mit engen Ellenbogen zurück in eine Kindspose mit untergestellten Fußballen. Und von hier aus heben sich die Knie an und du schiebst dich in den herabschauenden Hund. Denk nochmal daran, deine Knie dürfen gerne leicht gebeugt sein, deine Arme sind gestreckt und du schiebst dich mit den Händen zurück Richtung Füße. Weniger Gewicht dadurch auf der Schulter. Es geht von hier aus das rechte Bein wieder nach vorne. Du kannst gerne nachhelfen, das heißt mit deiner Hand den Fuß greifen und zwischen deine Hände aufsetzen. Das linke Knie geht zum Boden, das ist das andere Bein vorne. Einatmen, auf die Fingerspitzen den Brustkorb heben, Schambein nach oben ziehen. Mit der Ausatmung deine Hände aufsetzen, hinteres Knie heben und langsam den linken Fuß nach vorne holen. Vorbeuge, einatmen, dann haben wir die halbe Vorbeuge. Schau, wo deine Hände sein möchten, Block, Schienbeine, Oberschenkel. Der Rücken ist lang, Gewicht auf dem Fußball. Ausatmen, abtauchen, die ganze Vorbeuge. Einatmen, Knie beugen, Arme über die Seite nach oben nehmen. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Hände rechts und links neben dein Becken. Tadasana. Das war eine Runde, ein Sonnengruß. Machen wir nochmal. Langsam. Nimm dir ein bisschen Zeit, dass sich wirklich diese Bewegung in deinem Körper settelt. Es dauert etwas. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, tauche ab mit gebeugten Knien nach unten in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Herz öffnen. Ausatmen, Knie beugen, Hände aufsetzen. Jetzt nehmen wir den linken Fuß nach hinten. Das Knie absetzen, auf die Fingerspitzen kommen, das Herz nach vorne scheinen lassen. Schambein nach oben ziehen. Mit der Ausatmung das linke Knie heben, den rechten Fuß zurück. Knie absetzen, nochmal die Bewegung hier, die nicht ganz so einfach ist für Einsteiger. Gesäß zurück, Ellenbogen nach innen, Kinn und Brustkorb zwischen die Hände. Zwei Atemzüge nochmal. Mit der nächsten Einatmung komm langsam nach vorne auf den Bauch, roll die Schulter zurück, Baby-Cobra, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Ausatmen, auf den Fußballen, drück die Hände in den Boden, schieb dich über die Kindspose in den herabschauenden Hund. Fersen gerne heben, Knie beugen, Brustkorb absenken und schau mal, dass du von hier aus ein ganz kleines bisschen den Rippenbogen nach innen bringst. Dass er nicht ganz rausfliegt, eine leichte Spannung in der Bauchdecke. Einatmen, Knie beugen, nach vorne schauen. Dein linkes Knie wirklich ganz, ganz weit zum Brustkorb und dann den Fuß absetzen. Wie gesagt, gerne wieder mit der Hand helfen. Das hintere Knie zum Boden nehmen. Einatmen, komm auf die Fingerspitzen, schieb dein Herz nach vorne. Öffne so weit es geht dein Becken nach vorne, sodass du eine schöne Öffnung in der Vorderseite spürst.
Ausatmen, Hände zum Boden, den rechten Fuß zum linken führen. Du bist in der Vorbeuge. Die Einatmung bringt dich in die halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände zum Herzen. Sonnengruß geführt mit dem anderen Bein. Das war erst die komplette Runde eines gesamten Sonnengrußes. Jede Seite noch einmal. Ein ganz kleines bisschen schneller. Ein Atemzug, eine Bewegung. Atme ein, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, abtauchen, beug deine Knie gerne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Knie beugen, Hände absetzen, rechter Fuß steigt nach hinten. Einatmen, auf die Fingerspitzen, Herz heben. Ausatmen, auf deine Handfläche kommen, linker Fuß zurück, Knie, Kinn und Brustkorb. Das ist eine Ausatmung, fließend nach unten. Einatmen, Baby Cobra, roll die Schulter zurück. Ausatmen über die Kindspose, zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, Knie beugen, nach vorne schauen, rechter Fuß nah an dem Brustkorb, nach vorne steigen, nachhelfen, hinteres Knie zum Boden, Fingerspitzen aufstellen und einatmen. Ausatmen, Hände aufsetzen, den linken Fuß zum rechten Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, eine Tischplatte mit deinem Rücken bilden. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Arme über die Seite nach oben, den Himmel grüßen. Ausatmen, Hände vors Herz. Andere Seite. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Länge generieren. Ausatmen, abtauchen in die Vorbeuge. Dich verneigen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Linker Fuß zurück, Knie absetzen. Einatmen, öffne dein Herz nach vorne für Offenheit. Ausatmen, rechter Fuß zurück, Knie, Kinn und Brustkorb. Einatmen, roll die Schulter nach hinten, öffne dich nach vorne. Ausatmen, über die Kindspose, zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, die Knie beugen. Der linke Fuß geht vor, rechtes Knie zum Boden. Atme ein, komm auf die Fingerspitzen. Und ausatmen, den rechten Fuß nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Knie beugen, einatmen, den ganzen Weg nach oben. Und ausatmen, die Hände zum Herzen. Gut. Bleibe einen Moment stehen im Tadasana. Lass die Augen geschlossen oder schließe die Augen. Spür nach. Vielleicht hat dein Körper Wärme aufgebaut, was das Ziel ist. Und öffne die Augen. Und wir sind bereit, in die Asanas reinzugehen. Ich kann nur wärmstens empfehlen, den Sonnengruß zu üben, zu üben, zu üben. Das bedeutet, dass der Körper meistens ein bisschen braucht, bis er alle Bewegungen mit der Atmung fließend gespeichert hat. Ein Sonnengruß ist am schönsten, wenn man ihn nach dem Aufstehen macht und den Körper vorbereitet auf den Tag. Wir werden eine kleine Asana-Sequenz praktizieren mit 6 verschiedenen Haltungen. Und ich werde die Haltungen immer wieder in Sonnengrüße einbauen, sodass wir fließende Übergänge haben, was ganz ökonomisch für den Körper ist. Komm nochmal an das kurze Ende deiner Matte. Fußaußenkanten wieder parallel. Wir nehmen Tadasana ein, die Berghaltung. Rollen die Schulter zurück, erden die Zehen gut in der Matte. Verlagern gerne das Gewicht auch mal ein bisschen von vorne nach hinten. Und schau mal, wo du gerade stehst, wo du dich gut ausbalanciert fühlst. Kannst dein Herz wieder etwas nach oben öffnen. Sanfte Anspannung deiner Bauchdecke. Weicher Blick. Und die Lippen liegen locker aufeinander. Tiefe Einatmung.
Dreigeteilte Atmung, ausatmen. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Mach das nochmal. Und dann lass die Atmung wieder ein bisschen sanfter, ein bisschen subtiler werden, aber trotzdem dieses Ausdehnen spüren können und das Zusammenziehen spüren können. Wir starten mit dem Sonnengruß. Einatmen, beide Arme nach oben. Schau zu deinen Daumen. Ausatmen, fließe nach unten mit gebeugten Knien in die Vorbeuge. Einatmen, Finger auf den Block, dein Herz heben, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Knie beugen, ganze Vorbeuge. Der linke Fuß einen großen Schritt nach hinten. Und von hier aus bauen wir die erste Asana auf. Du kannst auf deine Fingerspitzen kommen und den vorderen Fuß ein bisschen weiter zur Seite stellen. So hast du eine bessere Balance, einen besseren Halt. Wir gehen in den Lunge und dann eventuell in den Krieger 1. Die hintere Ferse mal nach oben nehmen. Druck in den vorderen Fuß und dann nach oben kommen. Schau mal, wie wackelig du bist. Falls du dich sehr wackelig fühlst, kannst du die Füße noch ein bisschen weiter zur Seite öffnen. Beug dein Knie vorne, so weit, dass du gerade noch deinen zweiten Zeh sehen kannst. Beug dein Knie hinten mal für einen Moment, sodass du dein Schambein nach oben ziehen kannst. Gerne auch mit deinen Händen mal dein Becken umgreifen und dein Becken nach hinten kippen. Der Brustkorb ist weit. Und wenn du jetzt noch Raum hast hinten, kannst du dein Bein wieder strecken. Spürst du eine größere Dehnung in deinem Bein. Einatmen, beide Arme über die Seite nach oben. Die Schulter ist nach unten ausgerichtet, also tief. Der Blick geht nach vorne. Dein Gesicht ist weich. Der Lunge als Modifikation für den Krieger 1, das heißt die leichtere Variante. Wir schauen gleich gemeinsam, ob wir vielleicht in den Krieger 1 gehen oder ob du hier bleibst. Der Krieger 1 wird so ausgerichtet, dass du den Fuß ein bisschen nach vorne nimmst und die Ferse hinten eindrehst. Es kann sein, dass deine Ferse nicht den Boden berührt oder dass du ganz weit zur Seite ausweichst. Wenn das passiert, heb die Ferse lieber wieder an. Schau, dass dein rechtes Gesäß nach hinten gezogen wird und das linke nach vorne. Das Becken möchte parallel nach vorne zeigen. Schambein nochmal nach oben, tief sinken, einatmen, Arme hoch, hinteres Bein strecken, vorderes beugen, Krieger 1. Der Krieger 1 symbolisiert Stärke, Willenskraft, dafür einstehen, was deine Meinung ist, dich von deinem Herzen leiten lassen und dafür auch eventuell kämpfen. Tiefe Einatmung in deine Kraft, ausatmen, dein vorderes Knie gerne noch ein bisschen mehr beugen. Wir nehmen noch 5 tiefe Atemzüge. Spür gerne die Anstrengung und auch deine eigene Kraft, mit der du dich hältst. Streck die Arme noch ein bisschen weiter aus. Bring ganz viel Länge in die Haltung. Eine letzte Einatmung. Ausatmen. Kurbel die Hände nach unten. Umrahme den vorderen Fuß. Setz den hinteren Fuß ein bisschen weiter zurück. Der rechte Fuß schiebt nach hinten. Und auch hier wieder Knie absetzen. Kinn und Brustkorb zwischen deine Hände. Ausatmen. Einatmen für die Baby-Kobra und ausatmen zurück in den herabschauenden Hund. Sammel dich gerne im herabschauenden Hund, beug die Knie, wenn du möchtest, heb die Fersen an, schaffe Weite über deine Einatmung, Kontraktion, Stabilität über die Ausatmung. Mach deinen Atem hörbar. Knie beugen, nach vorne schauen. Einatmen, der rechte Fuß steigt zwischen deine Hände. Du kommst gerne auf die Fingerspitzen, der linke dazu, Vorbeuge ausatmen. Einatmen, halbe Vorbeuge, Herz schiebt nach vorne, Gewicht auf dem Fußballen. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Knie beugen, einatmen, Arme über die Seite nach oben nehmen. Ausatmen, Hände zum Herzen.
Wir fließen direkt weiter in die andere Seite. Einatmen, Arme über die Seite hoch. Ausatmen, abtauchen, Knie beugen, Vorbeuge. Einatmen, deine halbe Vorbeuge. Ausatmen, Hände zum Boden führen. Der rechte Fuß geht nach hinten. Die Füße gerne wieder ein bisschen öffnen für Stabilität. Hinteres Knie beugen. Mit Druck in den vorderen Fuß nach oben kommen. Dein Becken umgreifen. Dein Schambein nach oben ziehen. Gerade noch deinen zweiten und dicken Zeh sehen können. Und dann schauen, möchtest du das hintere Bein wieder strecken. Zion Lunge. Becken nach vorne ausrichten. Einatmen, Arme hoch. Es kann sein, dass das ausreicht für dich. Oder es kann sein, dass du den Fuß ein bisschen weiter nach vorne nehmen möchtest und die hintere Ferse leicht eindrehst. Fuß Außenkante möchte wirklich schräg sein. Der Fuß möchte in die Ecke nach vorne zeigen, sodass jetzt dein rechtes Gesäß nach vorne gehen kann und das linke nach hinten und du tief im vorderen Knie sinkst. Einatmen, beide Arme nach oben. Und auch hier die Kraft des Kriegers wahrnehmen. Krieger oder Heiland? Den Unterschied spüren von deiner rechten zur linken Körperhälfte. Wir haben asymmetrische Übungen beim Yoga. Das heißt, wir machen erst die eine und dann die andere Seite. Und können so erforschen, was ist unsere starke Seite und was ist unsere schwächere Seite. Und somit auch den Körper ausgleichen. Noch 5 tiefe Atemzüge. Schau mal, ob du tiefer sinken möchtest im vorderen Knie. Das hintere Bein strecken. Herz ist weit. Schulter entspannt. Der Atem trägt dich. Und letztes Mal tief einatmen. Ausatmen, kurbel deine Hände um den linken Fuß. Setz den rechten Fuß weiter nach hinten auf. Und dann geht der linke Fuß zurück in die Planke. Knie, Kinn und Brustkorb, enge Ellenbogen. Einatmen, Baby Cobra. Ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Atem fließen lassen. Sitzbeinhöcker nach oben schieben. Eventuell die Knie beugen, die Fersen heben. Arme strecken. Nacken entspannen. Gerne mal durch die Nase einatmen und über die Lippen aus. Das lockert und beruhigt, wird auch die Pferdeatmung genannt. Das Pferdeschnauben, nochmal tief einatmen und ausatmen, über die Lippen aus. Abgebend. Von hier aus Knie zum Boden, auf den Fußspann kommen, das Gesäß zurück auf die Fersen, du musst hier nicht lange sitzen, nur für den Übergang, Gesäß zur Seite, Beine nach vorne ausstrecken. Jetzt schau mal, dass du dir deinen Gürtel nimmst, dass du die Beine zusammennimmst. Wenn es dir sehr schwer fällt, aufrecht zu sitzen und du rund wirst im Rücken, bedeutet das, dass die Rückseite sehr angespannt ist. Wie gesagt, das ist ziemlich häufig der Fall. Deswegen nimm dir die Freiheit heraus, die Knie ein bisschen zu beugen. Nimm deine Hände gerne mal an dein Becken und schieb dein Becken noch ein bisschen weiter nach vorne, sodass du wirklich ganz viel Länge im unteren Rücken generieren kannst. Zieh die Fußspitzen ran und dann erst schauen, möchtest du die Beine wieder strecken oder bleiben sie gebeugt. Die Hände rechts und links neben dein Gesäß, die Schulter tief und den Brustkorb nach vorne. Kinn parallel zum Boden, Fußspitzen ranziehen, mal ganz aufrecht sitzen, ganz kraftvoll sitzen und doch wieder entspannt sein in der Körpermitte. Schau, wie viel Kraft du aufwenden musst. Schließ für einen Moment die Augen. Das Einzige, was du hier leicht anspannen kannst, sind die Beine. Sanfter Druck mit den Händen in den Boden, um dein Herz nach vorne zu schieben. Nimm mal 5 tiefe Atemzüge
Wir bereiten den Körper vor, in eine Vorbeuge zu gehen. Kannst deine Augen öffnen. Nochmal ganz, ganz bewusst so ein bisschen das Gesäß nach hinten schieben, dass du ganz auf den Sitzbeinen sitzt. Ja, auf den knöchernen Anteil deines Gesäßes. Greife dir den Gurt, roll ihn aus und leg den Gurt mal genau um die Fußballen, also weit nach oben. Deine Arme sind gerade, das heißt, der Gurt ist in Verlängerung der Arme. Nicht hier greifen und die Ellenbogen beugen. Wir wollen nicht die Muskeln in den Armen anspannen, sondern mit der passiven Knochenstruktur arbeiten. Zieh die Füße gerne noch ein bisschen näher zu dir ran. Vielleicht meldet sich schon die Rückseite deiner Beine, was in Ordnung ist. Zieh die Sitzbeine noch weiter zurück und vielleicht hast du jetzt schon deine optimale Dehnung erreicht. Der Atem fließt. Der Atem kann dich tiefer in die Dehnung bringen, indem der Atem dich immer wieder öffnet. Und die gehen ganz, ganz langsam hinein und du entscheidest, wie weit du gehst. Der Einatem gibt dir Länge im Rücken, mit der Ausatmung eventuell wirklich aus der Beckenkippung weiter nach vorne kommen. Der Brustkorb bleibt lang. Ganz, ganz wichtige Technik bei den Vorbeugen, hier nicht rund zu werden, sondern wir wollen hier gerade bleiben, damit wir auch einen Zug in der Rückseite des Beines spüren. Nochmal, einatmen Länge, ausatmen eventuell ein bisschen tiefer oder du bleibst und atmest. Nochmal, einatmen Länge, ausatmen eventuell tiefer. Wenn du möchtest, kannst du natürlich deine Füße umgreifen oder am Gurt bleiben. Wenn du ziemlich weit unten bist, kannst du natürlich auf den letzten Metern ganz nach unten kommen. Die Schulter entspannt, der untere Rücken lang. Und du hast immer die Ansatzpunkte, die Fersen schieben nach vorne, die Sitzbeinhöcker schieben nach hinten. Der Rücken unten möchte Länge generieren. Das Gesicht ist entspannt und die Schulter gelöst. Drei tiefe Atemzüge, atme die Rückseite deines Körpers entlang. Vorbeugen symbolisieren Rückzug, Einkehr, nach innen schauen. Dich für einen Moment zurückziehen vom Geschehen im Außen, um wahrnehmen zu können, was bei dir selbst los ist. Noch drei Atemzüge, ganz tiefe Atemzüge. Ausdehnung im Oberkörper durch die Einatmung und zwar in der Enge. Und mit der nächsten Einatmung lass dir Zeit, wenn du rauskommst. Den Gurt an die Seite legen. Eine Ausgleichsbewegung für den Körper ist eine ganz leichte Rückbeuge. Wir gehen ins umgedrehte Brett. Setz deine Fingerspitzen hinter dir auf, gerne so eine Hand breit. Die Fingerspitzen zeigen nach vorne, Schulter schmal, die Hände aufsetzen, Finger gut aufgefächert, Arme gestreckt. Dann komm auf die Füße sind vor deinen Knien aufgestellt. Und hüftschmal, Fußaußenkanten parallel. Jetzt kannst du schon anfangen, den Brustkorb zu öffnen. Das ist schon eine leichte Gegenbewegung für die Vorbeuge. Falls du weitergehen möchtest, drück die Fußsohlen in den Boden, heb dein Becken an, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Kiefer entspannt. Tiefe Atmung und versuch dich gerne mit der nächsten Einatmung noch ein bisschen mehr im Herzraum zu heben. Und ausatmen, langsam nach unten absinken. Kannst ein bisschen weiter nach vorne kommen auf deiner Matte, sodass du dich hier wieder ganz, ganz bequem in die Rückenlage begeben kannst für eine letzte Haltung, bevor wir in die Endentspannung gehen. Das rechte Knie ist aufgestellt.
Du kannst von hier aus das Gesäß, dein Becken zum Bein bringen, also nach rechts. Rechter Arm auf Schulterhöhe zur Seite. Wir gehen in den liegenden Twist. Zieh dein Knie zum Brustkorb ran und führ das Knie nach links. Nur so weit, wie deine Schulter nicht vom Boden sich abhebt. Schließ die Augen. Atme entlang der Wirbelsäule. Lass auch hier in dieser Verdrehung wieder Weite entstehen. Entspannt und mobilisiert den unteren Rücken. Aktiviert unseren Darm. Massiert unsere Bauchorgane, hilft also auch bei Verdauungsproblemen. Und schafft Mobilität zwischen den Bandscheiben. Übertreibe die Einatmung. Vertiefe die Ausatmung. Mit der Einatmung langsam herauskommen, das rechte Knie heben, linker Arm auf Schulterhöhe zur Seite legen, das Becken nach links, das rechte Bein strecken, das linke beugen, das Knie zum Brustkorb ranziehen und dann mit der rechten Hand langsam das Knie zur Gegenseite nach rechts führen. Wie gesagt, nicht ganz zum Boden muss das gehen, sondern nur so weit, wie entspannt die linke Schulter am Boden bleiben kann. Tiefe Atmung in die Taille. Kannst gerne ein bisschen mehr Druck mit deiner rechten Hand auf das Knie geben, um noch eine größere Dehnung, einen größeren Twist zu erzielen. Atme entlang der verwrungenen Wirbelsäule. Und wenn wir gleich lösen, darf noch mehr Sauerstoff und Blut durch die Wirbelsäule, durch die Umgebung fließen. Hat hier somit auch einen reinigenden Effekt. Letztes Mal eine tiefe Einatmung. Ausatmen. Löse die rechte Hand vom Knie. Komm wieder zurück zur Mitte. Schau mal, dass du dein Becken genau unter der Schulter ausrichtest, dass du gerade liegst, wenn du dein Bein ausstreckst, dass du die Fersenmatten weit öffnest und die Handflächen nach oben. Wir fließen direkt in die Endmeditation, in das Shavasana. Fußspitzen sind zur Seite, ganz entspannt, abgesenkt. Die Handflächen zeigen nach oben. Die Schulter ganz bewusst weg von den Ohren. Kinn zum Brustkorb. Atmung ganz subtil fließen lassen. Und geh noch einmal in die Reflexion, wie es dir heute ergangen ist während der Position. Was ist dir schwer gefallen, was ist dir leicht gefallen? Wobei hast du dich wohlgefühlt? Und wo ist vielleicht auch Widerstand aufgetreten? Und sei dir bewusst, dass insbesondere dann, wenn Widerstand auftritt, es wichtig ist, diese Übungen zu wiederholen, um Blockaden zu lösen, körperlich und auch den Widerstand aufzulösen. Und das kommt meistens ganz unbewusst, ganz von alleine, dieser Prozess. Atme 2-3 Mal tief in den Bauch. Und dann tauche ab in die Stille, um die ganzen Asanas, Übungen wirken zu lassen auf unseren energetischen Körper.
deine Atmung langsam tiefer werden lassen. Dich wieder beleben und zurückholen. Du kannst anfangen, deine Fingerspitzen zu bewegen, deine Zehen zu bewegen. Dann gerne die Arme über deinen Kopf nehmen, dich nochmal recken und strecken, als ob du morgens wach wirst. Und dich dann gerne auf deine Lieblingsseite drehen, ganz eingekuschelt, kannst deinen Arm als Kissen benutzen, die Knie etwas ranziehen, dich symbolisch noch einmal selbst umarmen, für das, was du mitbringst, für deinen Körper, für dein Leben. Dir dann gerne über die Seite nach oben helfen, in einen entspannten Sitz kommen. Kannst dir gerne ein Kissen oder auch den Block nehmen und dich mit den Sitzbeinhöckern draufsetzen. Die Füße einfach ein bisschen weiter von dir weg, sodass deine Knie und dein Becken entspannt sind für ein kurzes Sitzen. Schau, dass du in der Wirbelsäule lang sein kannst. Leg deine Hände auf den Knien ab. Schieb nochmal bewusst dein Herz nach oben, das lenkt dich. Es gibt dir wieder Platz zum Atmen. Gesichtszüge weich. Dann kannst du die Hände vor dein Herz führen, Anjali Mudra oder auch dieses Namaste-Zeichen. Steht für Verbindung von rechter und linker Körperseite, männlicher und weiblicher Energie, Sonne und Mond. Das heißt, die Gegensätze in dir und auch auf dieser Welt vereinen, als eins ansehen. Tief einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund und einatmen für ein gemeinsames Om. Verbinde Herz und Verstand, bring deine Hände vom Herzen zur Stirn und verneig dich gerne vor dir selbst. Namaste. Schön, dass ihr dabei wart. Ich würde euch empfehlen, ganz, ganz viel den Sonnengruß zu praktizieren und zu üben, insbesondere bevor ihr die zweite Folge praktiziert, so dass er wirklich verinnerlicht ist, dass er sitzt und er öffnet halt den Körper auch so sehr schön auf jeweiliger Ebene. Ihr müsst nicht immer die ganze Folge komplett schauen, sondern ihr könnt euch mal nur für den Hauptteil oder nur für den Sonnengruß oder nur für die Atmung entscheiden. Schaut, dass wenn ihr den Hauptteil macht, vorher schon den Körper aufgewärmt habt, entweder mit der Atmung und dem Warm-up oder einfach nur ein paar Sonnengrüße davor praktiziert zu haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und freue mich sehr auf die zweite Folge mit euch. Eure Jenny.